Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 3. Ja, wir versuchen gerade ein Mädchen zu zeugen. Ob das klappen wird, ich glaube eher nicht. Absolut unwiderstehlich. Achso, ich habe noch gar nicht gedrückt. Hier komm, ich möchte mit dir ins Bett. Hopp, hopp. Neben dreckigem Babyklo. Und was wird passieren? Sie ist schwanger! Hier, Macaroni mit Käse. Muss heute arbeiten, ja. Ja, du wirst ein Kind kriegen. Ich hab da so eine ganz starke Vermutung. Ah, Justin hat ja bald Geburtstag und wird ein bisschen älter. Du kannst eigentlich aufstehen. Bringt auch nichts mehr. Deine Kinder schreien ein bisschen. Weil der Bonhildestag ist teuer. Pennt ihr ernsthaft weiter? Ja. Könnte ich sein. Ja, so. Geht's jetzt wieder gut? Ja. Oh, du umarmst gleich deine Frau. Ja. With the Galona. Es ist doch schön, dass ihr euch gut versteht. Du kannst ja die Mülltonne aufstellen. Das hier auch wegschmeißen und die Zeitung wegschmeißen. Komm, sorg mal ein bisschen für Ordnung. Das hier wegräumen. Das hier wegräumen. Das alles hier wegräumen. Kannst du mal ein bisschen Sport machen. Ja, wenn du jetzt dich um dein Kind kurz gekümmert hast. Selbst anspornen. Ja. Ab in die Arbeit. Anders liegen. Und ich bin mir sicher, du kannst es reparieren. Hab da Hoffnung in dich. Du arbeitest jetzt? Schön. Oh, ihr ist schon wieder schlecht aus einer unbekannten Ursache. Ja, sie hat bald ihren Athletikfähigkeitslevel. Und er kann schon selber aufs Klo gehen. Wir sind alle begeistert. Ja, und ich würde ihm irgendwann mal was zum Trinken geben. Was will der hier? Kriegt einfach eine Flasche. Futter ist immer das Beste. Beste Möglichkeit, sein Kind zu beruhigen. Vermute ich mal. Oh, es ist Vollmond und das eine Kind schläft draußen. Wird schon nichts passieren. Boah, bin ich jetzt gerade erschrocken, weil dieser Zombie da gespawnt ist.
Ja, mach ruhig Geräusche wie ein Zombie. Kein Stress. Yay, hat eine Beförderung bekommen. Wie toll. Und du gehst mal wieder eine Runde Kotzi. Kannst ja mal Abendessen machen dann einfach, so Herbstsalat. Mal was Gesundes. Ja, das eine Kind einfach mal rauslegen zu den Zombies. Gute Idee. Lass dich von diesen Zombies nicht angreifen, bitte. So, das da kannst du wegstellen. Kannst du pinkeln gehen und ich möchte bitte, dass du dieses eine Fähigkeitenlevel dir jetzt noch schnell holst. So, bis du das ansteckst, dann kannst du duschen gehen und schlafen gehen. Ah, er macht sogar mit. Nein, er macht das auf einem anderen Gerät, um Strom zu verschwenden. Hast du nicht schon schneller Sprint? Ja, das könnte ein bisschen dauern. Kannst einfach auch duschen gehen und schlafen. Das ist so die beste Lösung um 2.30 Uhr nachts. Hopp, schlafen. Ja, du kannst dann über den Fortschritt berichten. Ja. Warum schreist du, weil du Hunger hast und keine Freunde? Hallo Zombie in meinem Garten. Vielleicht weint das Kind auch wegen dem Zombie im Garten. Man weiß es nicht. Gib den einfach mal ganz kurz was zum Essen, bevor du da hingehst. Vorsichtshalber mal. Am besten jetzt. Das andere Kind, keine Ahnung. Gibt's. Ach, du bist schwanger. Was ganz was Neues. Hier einfach mal auf Boden füttern und dann kannst du gehen. Nein, sie hat es einem anderen Kind nicht zum Essen gegeben. So, hast was gegessen, hattest ein bisschen Sozialkontakt. Und weg sind wir. Auf. Der wird sich jetzt auch denken, Scheiße, warum lässt sie mich mit den Kindern allein? Warum wird die direkt angelabert? Stimmt mit den Leuten nicht. Wahrscheinlich, weil sie schwanger ist. Oh, du bist schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte mir so einen Bonhilda-Sarg kaufen. Ich habe vergessen, wo es sie gibt und ich denke mir, das ist die schnellste Möglichkeit, um den zu finden. Ihm? Ja gut, ich finde ihn halt nicht.
Ah, hier, wie viel kostet der? 3.900. Ich wusste, dass ihr irgendwas mit 99 am Ende kostet. Egal, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei The Sims 3. Bis dahin, tschüss.